Sie schießen wie Pilze aus dem Boden, zum Beispiel wie hier an der A7 bei Dietmannsried, entstehen auf immer mehr Flächen im Allgäu große Photovoltaikanlagen. Und das alles im Zeichen der Energiewende. Ob das wirklich Sinn macht, dazu später mehr. Einer, der hierzu eine Meinung haben muss, schritt am Wochenende in das Kolbehaus in Memmingen. Günther Oettinger, EU-Kommissar für Energie, war zum Neujahrsempfang der CSU gekommen. Im Gepäck eine Rede mit flammendem Appell für die Europäische Union. Nur so können wir unseren Wohlstand sichern, sowohl für die Großen als auch für die Kleinen. Dazu gehöre auch das Thema Energie, bei dem Deutschland keinen Alleingang machen sollte. Der Ausstieg aus der Kernkraft ist entschieden. Andererseits bieten wir an, gerade für erneuerbare Energien, Solarstrom, Windstrom, dass es in Europa noch bessere Standorte als nur in Deutschland gibt. Das heißt, die Öffnung verstärkt europäisch zu denken, die Netze europäisch zu planen, Speichermöglichkeiten in den Alpen zu suchen, in Norwegen zu suchen, ist eine Option, dass die Energiewende klappt, dass die Versorgungssicherheit gewahrt wird und der Strompreis bezahlbar bleibt. Bezahlbar bleiben, das ist auch das große Thema derzeit. Bereits jetzt hat Deutschland den dritthöchsten Strompreis weltweit und er steigt weiter. Das bringt uns zurück zu den Photovoltaikanlagen an der A7. Für den, der investiert, macht es Sinn. Er bekommt 20 Jahre eine garantierte Vergütung. Aber wir haben auch im sonnigen Bayern nur vielleicht 900 Jahresstunden, wo es Sonne zu Strom wird. Das heißt, wir müssen dann immer ergänzend für weitere fast 8000 Jahresstunden aus Kohle, aus Gas oder aus Wasserkraft Strom erzeugen. Das heißt, Photovoltaik ist ein Baustein, aber nicht die Lösung. Teurer für den Endverbraucher, das wird's allemal. Doch das ist dem EU-Kommissar für Energie durchaus bewusst. Wir haben in der Tat ein Problem, dass der kleine Mann, die kleine Frau zunehmend mit dem Strompreis nicht mehr klarkommt. Und deswegen sollten wir alles tun, dass der Strompreis nicht weiter steigt. Ansonsten bekommen wir echt ein Problem mit Energiearmut. Helfen soll letztendlich ein Mix der verschiedenen Energieformen. Dazu soll auch die Stromerzeugung mit Biogas gehören. Augenmaß sei hier aber angebracht. Schließlich könne nicht alles mit Mais für Biogas vollgepflastert werden. Man kann einen Teil der Flächen für Energieproduktion nutzen. Aber wir müssen aufpassen, dass nicht zu viel rübergeht. Wir brauchen auch Flächen für die agrarische Nutzung und wir brauchen dringend den Sprung von der ersten Generation in die zweite Generation. Mittelfristig ist Bioenergie nur denkbar, wenn nicht Nahrungsmittel, sondern agrarische Reste verbrannt oder verarbeitet werden. Deswegen ist die Forschung hier dringend gefragt. Wichtig für Oettinger, eine bessere Zusammenarbeit der europäischen Länder. Nur so könne die Energiewende gelingen. Die wolle er mit einem neuen Projekt voranbringen. Wir planen den weiteren Ausbau von Interkonnektoren, also von grenzüberschreitenden Strombrücken. Umso eher wird dann die Kooperation und der ständige Austausch von Strommengen und die optimale Nutzung von Strommengen möglich sein. Gegen die fragwürdigen Photovoltaikanlagen an der Autobahn, da kann auch der Energiekommissar nichts tun. Naja, vielleicht heißt's ja dann bald wieder, willkommen im blauen Allgäu.